Und wir machen hier gleich weiter. Und zwar vor wenigen Tagen wurden ja die Wertungen der Gourmelio-Tester 2021 präsentiert. Und dort zählt eine junge Spitzenköchin zu den Aufsteigerinnen des Jahres. Und die darf ich jetzt nun via Zoom begrüßen. Und zwar die Milena Broger vom Restaurant Weiß im Regens. Hallo Milena. Hallo, servus. Milena, du hast ja schon für das Restaurant Klösterle in Lech zwei Hauben erkocht. Wie fühlen sich denn nun drei Hauben für das eigene Restaurant an? Ja, es wurde ja mittendrin das Punktesystem geändert. Also eigentlich hatte ich ja zwei damals mit 15 Punkten und jetzt sind es drei geworden mit der gleichen Punktezahl. Also ja, aber es ist immer schön, wenn man so geehrt wird. Und ja, wir freuen uns. Jetzt Sterne oder Hauben, was zählt da eigentlich mehr? Ja, Sterne gibt es ja bei uns keine. Michel. Deshalb zählen die Hauben. Jetzt, ihr habt in Bregenz aufgemacht, in der Anton-Schneider-Straße. Wir haben euch mittlerweile in Bregenz eingelegt und wie sind da angenommen worden, auch von den Gastro-Kollegen? Wir fühlen uns wahnsinnig wohl in Bregenz und werden sehr, sehr gut angenommen. Das Konzept spricht die Leute an. Solange wir offen waren, waren wir voll und hoffentlich bald wieder. Die Kollegen aus der Umgebung sind auch alle ganz nett. Die Straße hier, die Anton-Schneider-Straße, ist ja quasi eine kleine Gourmet-Meile. Und ja, alle Nachbarn sind gleichzeitig unsere Freunde. Vielleicht kannst du unseren Zusehern ein bisschen das Konzept hinterm Restaurant Weiß erklären. Ihr habt ja eine sehr exotisch regionale Karte, wenn man das so sagen darf. Da gibt es kofierter Knoblauch, Feigenblatt und Waldameisen zum Beispiel. Was ist denn eure Idee dahinter? Ja, wir wollen Leute einfach mit neuen Geschmäckern überraschen, ihnen was bieten, das man vielleicht sonst nicht so oft bekommt oder noch nie gegessen hat, damit man einfach das Essen als Erlebnis wahrnimmt und gleichzeitig aber auch ein bisschen komfortabel mit bekannten Geschmäckern, bekannten Gerichten, also traditionelleren Dingen. Ja, und sonst spinnen wir uns halt aus, wie wir gerade Lust haben und sammeln und ernten, was es gerade gibt und das landet dann auch auf der Karte. Es gibt grundsätzlich zwei Größen von Speisen bei uns. Also das ist auch irgendwie was Exotisches für die Umgebung. Und ich glaube generell, wir haben zwei Speisengrößen. Einmal die Snacks für 6 Euro und einmal die Speisen für 13 Euro. Somit sind Fleischgerichte, Fischgerichte, vegetarische Gerichte alle in der gleichen Preiskategorie. Und man schaut hoffentlich nicht auf den Preis, wenn man bestellt, sondern einfach nach Lust und Laune. Und das funktioniert sehr, sehr gut und wird extrem gut angenommen und den Leuten taugt es. Jetzt, ihr wollten ja eigentlich schon im März eröffnen, und zwar 2 Tage, bevor der erste Lockdown festgestanden ist, beziehungsweise in Kraft getreten ist. Wie sehr hat das euch vor allem als Jungunternehmer getroffen, diese Situation? Ja, 2020 ist definitiv nicht das einfachste Jahr, Unternehmer zu werden oder Unternehmer zu sein. Ich denke, es ist für alle nicht leicht. Es gibt zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist es natürlich schwierig und kritisch und man weiß nicht, wie planen. Man kann eigentlich gar nichts planen. Man muss alles auf sich zukommen lassen. Auf der anderen Seite hat uns Corona eine Pause gegönnt zu einer Zeit, wo wir uns vielleicht keine gegönnt haben. Also man kann alles auf beiden Seiten betrachten. Wir haben es jetzt so hingenommen, wie es ist, freuen uns extrem, wieder aufsperren zu dürfen. Und wir waren gerade heute unten und haben darüber geredet, wie die Bar voll war und wie das ganze Lokal irgendwie gelebt hat. Und wir freuen uns, wenn wir das wiederbeleben dürfen. Und von dem ernähren wir uns. Und ja, Gott sei Dank war der Sommer sehr stark und somit können wir doch noch schlafen.
Im ersten Lockdown habt ihr aus der Not der Tugend gemacht und habt ihr so Boxen verkauft, die ja reißenden Absatz gefunden haben. Macht ihr aktuell auch sowas oder wie kommt ihr jetzt im Moment über die Runden? Wir haben uns entschieden, diesen Lockdown als Kraftpause für uns zu nutzen, haben uns ein bisschen zurückgezogen, backen Kekse und machen eine wohlverdiente Pause. Was wir jetzt zu Weihnachten doch noch irgendwie in die Bahnen geleitet haben, ist eine kleine T-Shirt-Linie mit Weiß-T-Shirts in verschiedenen Farben. Ich trage hier eines in Weiß. Die gibt es ganz, ganz bald zu erwerben und wir freuen uns sehr, weil ein bisschen Merchandise und so kommt das Weiß unter die Leute und nicht nur auf den Teller. Welche Rolle oder welche zentrale Rolle spielt bei euch Regionalität von Produkten? Und soweit ich weiß, sind ja viele deiner Familie irgendwo involviert. So gibt es, glaube ich, Schnaps vom Onkel und Ähnliches. Ist das korrekt? Ja, genau. Also Regionalität ist für uns kein Trend oder keine Linie oder irgendetwas. Es ist für uns eigentlich ganz natürlich, dass wir uns mit dem befassen, was um uns herum ist. Natürlich ist es extrem schön, zurück in die Heimat zu kommen und irgendwie aus dem Vollen schöpfen zu können. Also wie du richtig gesagt hast, wir haben Schnaps von meinem Onkel Franz Rüsch auf der Karte, wo die ganze Familie involviert ist, zum Beispiel beim Enzianwurzelgraben und so. Also es hat alles ein bisschen nostalgische, aber auch sehr klare Hintergründe für uns, dass wir diese Produkte verwenden, die es bei uns gibt. Wir haben die Weinkarte so aufgebaut, dass es eigentlich nur österreichische, deutsche und Schweizer Weine gibt, bis auf einen Champagner, was vielleicht auch eher ungewöhnlich ist, weil doch Frankreich, Italien, Spanien schon auch in unseren umliegenden Restaurants eine sehr große Rolle auf der Weinkarte spielt. Und auf der Speisekarte ist, wie gesagt, regional für uns unabdingbar. Gleichzeitig aber auch eben die Wertschätzung der Produkte an sich, also das Produkt respektieren, sprich zum Beispiel beim Fleisch ganze bzw. halbe Tiere zu kaufen und keine einzelnen Teile. So, Kochst du sehr viel aus dem Bauch heraus oder hältst du dich auch sehr, sehr an Rezepte? Und ist das so etwas, wo du jetzt zum Beispiel veröffentlichen würdest? Weil man kennt ja das zum Beispiel von einem Kollegen Roland Trettl, der ist sehr aktiv und stellt, ich glaube, alle paar Tage irgendein Rezept oder zeigt sich selber im Video, wie er am Kochen ist. Ist das so etwas für dich? Ich und das ganze Team sind sehr intuitiv. Also wir verwenden ungern Rezepte, machen ungern Rezepte, weil wir einfach gerne aus dem Bauch heraus kochen und uns da am wohlsten fühlen und wir so eigentlich auch immer wieder auf schöne neue Ideen kommen, wenn wir uns nicht zu sehr an die Takte halten. Du bist ja auch schon einiges umgekommen. Wer war so der Küchenchef oder was hat die oder welche Küche hat die am meisten inspiriert? Puh, das ist schwierig zu sagen und man kann auch nicht sagen, dass die Inspiration, sobald man nicht mehr reist, aufhört. Also das ist doch ein laufender Prozess. Aber Japan war natürlich ein riesengroßer Teil, der mich sehr geprägt hat und spiegelt sich auch im Weiß wieder. Also nach Japan habe ich davon geträumt, wenn in einem eigenen Lokal dann vor den Gästen kochen und das hat sich verwirklicht. Wir haben eine Foodbar mit einem Fenster und da fühle ich mich dann doch immer jeden Abend ein Stück weit zurückgezerrt nach Japan, weil da ist es einfach ganz, ganz üblich und normal, dass man vor dem Koch sitzt. Und ja, also Inspiration hört nie auf. Wie macht oder wo oder wie geht die Milena Privatessen ins urige Bregenzerwälder Gasthaus oder lieber in ein Restaurant der Haute Cuisine? Ganz unterschiedlich. Also da,
kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Wenn es schnell irgendwo in der Umgebung sein soll, dann gehen wir sehr, sehr gerne ins Mangold. Da weiß man, was man bekommt. Und ja, sind auch gute Freunde von uns. Schulhus in Krumbach natürlich ist auch quasi Familie für mich. Ja, aber einfache Hausmannskost ist auch oft gut. Also ja, gibt es jetzt keinen speziellen Liebling. Du hast ja auch schon TV-Erfahrung. Würdest du eigentlich gerne mal bei Kitchen Impossible oder Ähnliches gegen den Tim Meltzer antreten? Würde dich sowas reizen? Ja, diese Anfrage hatte ich schon und die habe ich abgelehnt, weil ich ungern gegen Leute koche. Ich finde, Kochen ist ein gemeinsamer Akt und diese Competition ist nicht mein Ding. Und abschließende Frage noch: Weihnachten steht vor der Tür, wir werden im kleineren Rahmen feiern müssen. Wie ist das bei euch schon abgelaufen? Kochen da alle zusammen irgendwie oder bist du da die dann in der Küche steht und alle und die feinen Mahlzeiten kredenzt? Zu Weihnachten ist es ganz traditionell die Mama, die macht Weihnachtsgans und da funke ich ihr so wenig wie möglich rein, außer das Tranchieren oder vielleicht beim Fertigmachen von der Soße oder so helfe ich ihr, aber sonst ist es ihr Teil. Am 24. essen wir kalt, da essen wir geräucherten Lachs, den wir selber räuchern im Vorhinein und Brot, Mayonnaise, Gürkle, so. Also da wird eigentlich gar nicht gekocht. Heuer wird es ein bisschen anders, weil wir haben eigentlich sehr internationales Personal und die können nicht nach Hause fahren. Das steht aber noch offen, wie wir das verbringen. Also wahrscheinlich alle gemeinsam, hoffentlich. Milena, dann sage ich recht herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir bald wieder aufmachen dürfen, spätestens Anfang des neuen Jahres. Ich wünsche eine schöne Adventszeit und Weihnachten und gesund bleiben. Danke ebenso, vielen Dank. Danke.